Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Pelikan zeichnet. Erst beginne ich mit dem Hals. Sieht dann so aus. Als schon ansteht, dann kommt der Körper. Das ist fast wie ein Regentropfen. Das sieht dann so aus. Nun werden die Federn gleich anschließend gemacht. Das sieht dann so aus. Bisher. Ne, wir haben noch die Details gemacht. Aber nun arbeite ich gleich erstmal an dem Schnabel des Pelikans. Jetzt kann man auch noch einen anderen Trick anwenden. Den demonstriere ich mal kurz. Indem man einen Anspitzer nimmt, das hier so hat, drauf hat und dann anschließend verreibt. Dann kann man einen besseren Effekt bekommen. Das kann man auch am ganzen Hals machen. Ich zeige das mal kurz. Aber das könnt ihr natürlich anmalen, wie ihr selber wollt. Aber ich finde die Technik immer ganz gut. An der Kunstschule wird sie nicht gern gesehen. Habe ich mir so raushören lassen von verschiedenen Leuten. Aber es ist einfach es ist so mein Stil, meine Art. Wem es gefällt, dem gefällt es nicht. Und den anderen gefällt es halt eben. Muss man kurz nach Fußen, damit alles ein bisschen weggerieben ist. Nun haben wir noch den Körper, der hier ist. Den Körper können wir mit verschiedenen Farben anmalen. Auf jeden Fall sind das wieder verschiedene Kontraste. Und deswegen nehmen wir jetzt mal speziell hier ein bisschen den an. Genauso wie auch das hellere, wie man auch hier sehen kann. Genauso wie auch ein bisschen lila. Damit ist alles drei, sieht es aus wie ein. In der Physik würde man sagen, so ein magnetisches Feld. Sie hat uns damals mit Versuchen halt gezeigt bekommen und ja. Das verreibe ich jetzt alles schön. Man muss versuchen, es immer so in kreisenden Bewegungen hinzubekommen. Damit es ein bisschen Realität aussieht. Heißt jetzt nicht Realität, aber. Ein bisschen halt geordnet, auch wenn es nicht wirklich geordnet ist, aber ein bisschen geordnet muss es halt schon sein. Nun kommen gleich die Füße dran.